Hallo Freunde des gepflegten Grooves. Heute möchte ich euch zeigen, wie man einen coolen Salsa-Rhythmus auf dem Klavier spielt. Dazu lernen wir zuerst vier Akkorde. A, D, F, Gis, D, F, G, C, E, Fis, C, E. Wenn ihr die vier Akkorde gelernt habt, dann fangen wir mit dem Rhythmus mit der rechten Hand an. Zur Orientierung, hier ist C. Zur Hilfe stelle ich das Metronom auf 55 und spiele mit der linken Hand schon mal den Bass mit, den ihr aber nicht hört. Konzentriert euch nur auf die rechte Hand. So, nun beginnen wir mit dem Basslauf der linken Hand. Die Grundtöne hierfür sind vier Stück. H, E, A, D. So. Nun spiele ich mit der rechten Hand den gelernten Groove mit und spiele jeweils mit der linken Hand pro Takt einen Ton. Zusammen hört sich das ganz langsam nun so an. Wenn ihr das jetzt etwas könnt und es dann dementsprechend mit Metronom ein bisschen schneller spielt, klingt das so. Um den Salsa noch interessanter zu machen, basteln wir jetzt noch einen Zwischenteil hinein. Zunächst lernen wir folgende Akkorde: F, A, C, E, Gis, D, G, G, H, C, E, Fis, H, C, E. F, A, C, E. Gis, D, G. G, H, C, E. A, H, D, Fis. G, H, C, E. Wenn wir die Akkorde gelernt haben, können wir mit dem Rhythmus anfangen.
So, nun kommt die linke Hand. Ganz einfach. Entweder ihr drückt den Grundton, das heißt, wir fangen hier an mit F, oder ihr drückt die Oktav, das heißt, Grundton und 8 Töne weiter unten. Zusammen hört sich das so an. Nachdem wir das alles soweit drauf haben, rechts und links, können wir beide Teile zusammensetzen und einen richtig schönen Salsa Groove draus machen. Jetzt können wir anfangen, mit der rechten Hand zu dem Salsa Groove zu improvisieren. Als erstes spielen wir die Grundmelodie, Metronom 75. Ihr könnt auch in Oktav die Melodie spielen. Wenn ihr die Melodie soweit drauf habt, dann spielt doch einfach mal zu dem Groove mit. Beim Zwischenteil werden wir mit der rechten Hand nur ganz minimalistisch die Oktav drücken und unterschiedliche Töne. Das hört sich dann so an. Wenn wir den Groove dazu schalten, hört sich das dann so an. Zusammen hört sich das dann so an.
Nun könnt ihr die Improvisation mit der rechten Hand immer mehr verfeinern. Das heißt, die Grundmelodie bleibt gleich und das hört sich dann so an.